Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin. Eines kalten Herbsttages bekam Martin den Auftrag, eine Botschaft in die nächste Stadt zu bringen. Er ritt auf einem Pferd. Es schneite. Martin trug einen Helm und ein Schwert. Es war dunkel. Der Wind blies Martin kalt ins Gesicht. Martin hatte einen warmen, roten Mantel. Er hüllte sich fest ein. In der Nähe lief ein armer, alter Mann durch den Schnee, der kein Zuhause hatte. Er fror. Er hatte Hunger. Er war in Lumpen gekleidet. Erschöpft setzte er sich vors Stadttor. Der Bettler rief: Bitte helft mir. Viele Menschen gingen vorüber. So helft mir doch. Ich friere so sehr. Einer fand kein Geld. Ich habe leider gerade nichts dabei. Jemand winkte einfach ab. Geh doch arbeiten. Andere guckten gar nicht hin. Helft mir. Dann kam Martin. Martin hielt die Zügel an. Brrr. Er blieb beim Bettler stehen. Martin zog sein Schwert und teilte den dicken roten Mantel in zwei Teile. Er gab dem Bettler eine Hälfte. Hier, nimm, armer Mann. Die andere behielt er selbst. Der Bettler war froh und wollte Martin danken. Vielen Dank, Herr. Martin war schon davongeritten. Martin beschloss, nicht mehr Soldat zu sein. Er legte sein Schwert ab. Er legte seinen Helm ab. Er wollte den Menschen Gutes tun und der Kirche dienen. Martin wurde Bischof und hat vielen Menschen geholfen. Deshalb feiern wir noch heute das St. Martinsfest.